Mirja, mein Engel, ja. Wir haben ein paar Tests gemacht und rausgekommen ist, Tetje ist dein Vater. Ach. Und du bist 12. Ja, das ist richtig. Komm einfach mal in die Mitte. Ich bin 12. Weil, ja, es ist ja so, meine Damen und Herren, immer mehr 12-Jährige fühlen sich zu alt. Sie kommen nicht zurecht mit ihrem Körper, sie wollen eine Schönheits-OP. Nicht so auch du, Mirja, denn du willst unbedingt aussehen wie Bill von Tokyo Hotel. Ja? Ich setz mich mal wieder. Nein, nein, bleib ruhig da. Ich habe Bill gesagt, Mirja, du musst jetzt kreischen, du bist doch 12. So, der Ton war's. Also, dein OP-Wunsch führt natürlich zum Streit. Ja. Das Problem jetzt für euch, daran ist die Szene, ist ein Klacks für euch. Aber das Problem ist, das Ganze müsst ihr jetzt von A bis Z spielen. Ja? Ja. Als wenn es nicht schon schwer genug wäre. Mhm. Ihr dürft euch aber aussuchen, wer mit A anfängt. Also, bitte, ich freue mich. Also, was gibt's? Chemische Zusätze tun deinem Haar gar nicht gut. Das sind nicht meine Haare. Echt nicht? Wessen dann? Von Frank. Gut, würde ich das jetzt nicht nennen, aber du kannst es tragen. Hallo, das sieht voll scheiße aus. Ich weiß, aber ich bin dein Vater, darum bin ich nett zu dir. Ja, deswegen auch, ich brauche Geld. Kannst du nicht deine Mutter fragen? Lass mal lieber. Mensch, Kind, wofür brauchst du denn Geld? Naja, ich will aussehen wie Bill. Oh nee, ne? Pass mal auf, ich lass mir nur die Brüste wegmachen, dann geht's schon. Quatsch, da lässt sich doch gerade welche wachsen. Richtig, wir nähern uns an, langsam. Soll ich das wirklich bezahlen? Tatsächlich ist das so. Und wie viel kostet das? Vielleicht 10.000 Euro. Wenn du meinst, hier ist das Geld. Super. Je nachdem, wie du aussehen wirst, du bleibst immer meine Tochter. Zara Leander wäre auch ein Vorbild.